heute habe ich ganz lieben Besuch. Liebe Pia Sophie, ja. Herzlich willkommen bei uns. Hallo, ich freue mich, bei euch zu sein. Das ist schön. Nachdem wir uns jetzt erstmal gestärkt haben. Mhm. Ne? Oh ja. Waffeln, leckere Waffeln. Leckere Waffeln. Hm. Ja, sie sind gelungen, oder? Sehr, sehr auch. Ich meine, Gabi meinte, dass irgendwas mit der Sahne nicht so ganz gestimmt hat, aber es war trotzdem sehr lecker. Ja, die Sahne, ich hatte keinen Sahnesteif und dann war die Sahne ein bisschen rahmiger, aber war gut. Tut dem Geschmack keinen Abbruch, ne? Gar nicht. Gar nicht. War sehr, sehr gut. Ja, Pia, es gibt ja wieder was Neues von dir, aber einen Song, den du vor längerem schon veröffentlicht hast. Genau. Aber diesmal gibt es einen Remix. Erzähl uns doch mal so ein bisschen dazu. Genau, also ich bin ja ein sehr, sehr großer Fan von dem Song In meinen Träumen. Ist ja letzter oder vorletzter Monat ist er ja erschienen. Und ich muss ja sagen, bisher ist das, glaube ich, auch so meine Lieblingsnummer. Und dementsprechend wollte ich mich noch nicht so schnell von der Nummer verabschieden und habe mir gedacht, okay, was könnte man machen, um die vielleicht noch so ein bisschen weiter zu beleben? Und dadurch, dass der liebe Tim Peters ja auch bei der Entwicklung des Songs dabei war, er hat ihn ja mitgeschrieben, haben wir uns gedacht, eigentlich ist ja das Naheliegendste, wenn uns der liebe Tim dazu einen Remix bastelt. Und das hat er getan und meiner Meinung nach auch sehr erfolgreich. Und ihr dürft gespannt sein. Ja, also ich finde den Remix wirklich sehr, sehr, sehr gelungen und hat Spaß gemacht, ihn das erste Mal zu hören und mit Sicherheit auch nicht das letzte Mal. Ja, das hoffe ich doch. Also ich muss auch sagen, ich war schon sehr begeistert, weil mich das immer so fasziniert, wie ein Song, der ja schon draußen ist, den man ja irgendwie auch schon kennt, dann trotzdem nochmal auf so eine ganz andere Art und Weise sich anders anhört, obwohl es dasselbe ist. Und trotzdem ist es was anderes. Es ist ein ganz anderer Vibe. Ich finde, dabei fühlt man sich so ein bisschen, als wäre man so im Auto unterwegs und die Sonne geht unter. So ein bisschen so ein Sommervibe. Vielleicht bei dem schlechten Wetter jetzt gerade genau das Richtige. Kann man, glaube ich, ganz gut gebrauchen momentan. Ne? Aber für alle die da draußen, die den Originalsong noch nicht kennen, erzähl doch mal so ein bisschen über den Inhalt und über das Video, was ihr gemacht habt. Das war ja auch so toll. Genau, das Video ist mir immer noch in ganz spezieller Erinnerung geblieben, weil ich mir da wirklich alles abgefroren habe, was ging. Es war so unfassbar kalt. Wir haben das damals im Februar gedreht am Timmendorfer Strand, wo es wirklich zu dem Zeitpunkt noch unfassbar kalt war. Und ich weiß, wir standen da alle mit Decken, mit mein Manager ist hochgelaufen hier, da gibt es ja an der Promenade dann so Läden, ne? Und hat da eine Jacke geholt, eine Hose geholt, eine Mütze geholt, einen Handschuh dazu geholt. Es war so kalt. Und ich stand irgendwann da und habe mir gedacht, okay, wenn wir jetzt nicht aufhören, dann bin ich gleich weg. Und dann musste ich das ja mal überlegen, der Mike mit seiner Kamera, ne? Wenn man so sehr friert, man kennt das ja selber im Winter oder so, und dann die ganze Zeit die Finger draußen hat, um die Kamera zu halten, dass dem die Finger nicht abgefallen sind. Also das ist wirklich noch das Letzte gewesen. Nee, aber es war schon, also die Kulisse war wunderschön. In meinen Träumen ist ja auch ein Song, der so ein bisschen von Sehnsucht handelt, dass man ja an eine Person denkt, der man aber nur im Schlaf nah sein kann, in seinen Träumen. Und zu der man sich immer wieder hinsehnt und zu der man immer wieder zurück will. Und da das aber im echten Leben nicht geht, muss man dafür dann quasi schlafen gehen. Und ich fand es halt schön, dass wir für das Video halt wirklich nur ganz, ganz schöne Landschaftsszenen mit dem Cabrio oder am Strand genommen haben, dass das auch alles total verträumt dann wirkt. Genau. Ja, also wie schon gesagt, wer das noch nicht gesehen hat, das Video, klickt mal rein bei YouTube. Und dazu natürlich freuen wir uns natürlich jetzt erstmal auf diesen Remix, ne? Ja, ich bin gespannt, was er sagt. Also ich finde, das ist auch nochmal, da passt das Cabrio dann wieder, ja, aus dem Video. Genau. Das ist, glaube ich, so die Stimmung dazu. Und der erscheint jetzt am Freitag. Genau, jetzt am Freitag ist es soweit. Ich bin ganz gespannt. Und das ist ja auch mein allererster Remix, muss man ja dazu sagen. Ich habe das ja vorher noch nie gemacht. Und ich bin schon ganz gespannt, wie die Rückmeldungen da sein werden. Ja. Dann wünschen wir dir natürlich auch für den Remix weiterhin viel Erfolg und dass die Leute den ganz, ganz kräftig kaufen, downloaden und auch streamen, ne? Auf jeden Fall. Aber jetzt nicht nur zu dem Song, also jetzt möchte ich dir gerne noch eine Frage stellen. Und zwar, bist du ein Mensch, der offen seine Gefühle zeigt? Ja. Also ich würde schon sagen, ich bin ein sehr sensibler Mensch. Das heißt, wenn mich was rührt oder wenn ich mich freue, dann zeige ich das auch schnell, beziehungsweise ich kann das nicht verstecken und dann kommt es von selber raus. Also ich weine dann auch gerne mal vor Rührung. Und dementsprechend würde ich sagen, ich bin schon ein Mensch, der
sehr nah am Wasser gebaut ist und auch sehr gerne dann zeigt, was er fühlt. Können Emotionen Wegweiser sein? Auf jeden Fall. Ich habe jetzt tatsächlich vor kurzem nochmal erlebt, wie krass Emotionen einen wirklich auf den richtigen Weg leiten können. Ich finde, es gibt Menschen, bei denen hast du entweder ein gutes oder ein nicht so gutes Bauchgefühl. Und egal, wie sehr du dich bemühst, dieses Bauchgefühl zu ignorieren, wenn du kein gutes hast, dann kannst du zu 1000% davon ausgehen, dass das einen Grund hat und dass die Geschichte auch nicht gut enden wird. Und deswegen, ich würde schon sagen, nicht nur bei einer Person, sondern auch bei einer Sache, wenn dein Bauch dir sagt, nein, und du irgendwie das Gefühl hast, irgendwas stimmt hier nicht, dann ist es wirklich besser zu sagen, okay, ich lasse es sein. Und ja, also ja. Also ja. Da fehlen mir schon die Worte. Ja, einfach ja. Nein, da hast du auch wirklich vollkommen recht, weil alles, was man versucht, sich zu erzwingen und zu sagen, hey, was der Kopf sagt, könnte mir aber doch trotzdem gut tun, wenn der Bauch Nein sagt, man sollte doch eher auf den Bauch hören als auf den Kopf. Ne? Ja, da bin ich auf jeden Fall deiner Meinung. Ich glaube, die Erfahrung, die haben wir alle schon gemacht. Ja, also und nicht nur einmal. Man sagt das ja auch nicht umsonst hier mit dem Bauchgefühl. Ne? Mhm. Folge deinem Bauch, obwohl, nee, eigentlich sagt man ja, folge deinem Herzen. Aber ich glaube, man muss da einfach so seinen Mittelweg finden. Genau. So, und wir haben mit der Pia nämlich jetzt gleich noch mehr vor. Wir beenden nämlich jetzt dieses kleine Interview und wir werden dann schon mal ein Interview abdrehen, wo es nur um das neue Album geht. Und natürlich, wer mich kennt, noch ein paar spezielle Fragen dazu. Ansonsten kannst du deinen Fans da draußen schon mal so verraten, was dann so auf sie zukommen könnte. Mhm. Ne? Und wir werden es dann zeigen, bevor das Album veröffentlicht wird. Mhm. Also da kriegt ihr dann schon mal einen ganz speziellen Einblick. Und wir sagen jetzt erst schon mal Danke und seid gespannt. Tschüssi.